8 Anzeichen, dass du eine leise Fettleber hast. Die Hauptaufgabe der Leber ist ja das Konstanthalten des Blutzuckers, indem 150 Gramm Glykogen in ihr gespeichert sind. Dieses kann über die Gluconeogenese wieder in Glucose umgewandelt werden und direkt ins Blut sezerniert werden. Bei Stress führt das Bauchspeicheldrüsen-Alpha-Zellenhormon Glucagon aus den Inselzellen genau dazu, dass der Blutzuckerspiegel steigt, sodass die Muskeln und das Hirn genügend Zucker in der stressigen Situation haben. Zweitens steuert es unsere Entgiftung, genauer von lipophilen Substanzen. Das bedeutet, in der Leber werden Stoffe, die fettlöslich sind, wasserlöslich gemacht. Denn nur wasserlösliche Substanzen können den Körper zu Genüge verlassen. Dieses passiert in den Hydroxygruppen, das heißt polare funktionelle Gruppen. An fettlösliche Moleküle, sprich auf Medikamente oder Gifte, addiert werden und in der Detoxifizierungsphase 2 glucuriniert, beziehungsweise das hat eine Gluconsäure, addiert werden, die stark polar ist, beziehungsweise wasserlöslich ist. Dadurch wird auch das zu entgiftende Molekül mehr wasserlöslich und kann über den Urin, denn Urin besteht aus Wasser, nicht aus Fett, ausgeschieden werden. Genau das gleiche macht übrigens auch Glutathion mit der Glutathion-S-Transferase, ein Enzym. Gleicher Punkt, ja. Punkt 3, ja, sie produziert die Galle bis zu einem Liter am Tag. Diese Flüssigkeit ist wichtig, damit wir Cholesterin ausscheiden können, so wie Fette verdauen können. Denn die Beschaffenheit der Galle setzt die Oberflächenspannung des Wassers herab, genau genommen die Van der Waals Wechselwirkung, und lässt Fette emulgieren. Da ist die Oberfläche von den Nahrungsfetten erhöht. Dies passiert in den Nanometerbereich, ja, sodass Enzyme perfekt Fettsäuren abspalten können. Also jeder, der meint, Nanopartikel, sprich Mizellen und Liposomen, ja, im organischen Bereich sind schädlich, sollte am besten seinen Darm entfernen lassen. Denn diese entstehen minütlich, sekündlich bei dir. Sie versorgt unsere Zelle mit lebensnotwendigem Cholesterin, indem sie an Lipoproteine bindet, sprich VLDL und dadurch, ich glaube, ich war bei Punkt 4, ja, Zellen, verhilft, Membranen aufzubauen. Kommen wir zum Symptom Nummer 1. Schmerzen in der rechten Schulter. Bei einer Fettleber verändert sich auch im späteren Stadium die Zusammensetzung der Galle. Diese wird quasi dickflüssiger. Dies kann zu einem Rückstau führen und zum Anschwellen der Leber. Diese tangiert dann irgendwann den Nervus phrenicus, ja, so ein Zwerchfellnerv. Dieser führt an der rechten Schulter vorbei, sodass es zu einer Analogie kommt quasi halt, ja, so. Symptom Nummer 2, vermehrt Bauchfett. Die Leber sendet in der Regel Fette aus. Es ist aber nicht unbedingt das Fett, was die Leber verfettet, sondern der Zucker. Da nur ca. 150 Gramm Glykogen gespeichert werden können, muss überschüssiger Zucker in Form von Fett gespeichert werden. Dies passiert über die de novo Lipogenese. Dieser Prozess macht aus Glykogen Pyruvat und dann Citrat in den Mitochondrien und später dann Triglyceride, also Fett. Dieses vermehrte Fett wird in der Leber erst versucht loszuwerden und es an die Lipoproteine quasi zu binden. Ja? So, diese lassen sich dann im umliegenden viszeralen Fettgewebe nieder und sorgen für eine Verfettung der Organe. So wie Bauchfett. Dieses Fett ist das gefährlichste, denn es verdrängt die Organe und damit ja, invalidiert es die Funktion der Organe. Symptom Nummer 3. Besenreißer. In der Leber werden Hormone wie Östrogen abgebaut. Bei Funktionseinschränkungen passiert dies limitiert. Zu hohe Östrogenwerte führen zu einer Destabilisierung der Venen. Dies mündet in der Formation von Besenreißern. Also Besenreißer bezeichnet man Erweiterungen winziger Hautvenen, die als netzförmige Linien auf der Haut zu sehen sind. Ja, sie bilden sich, wenn das Bindegewebe der Venenwand ausleiert. Symptom Nummer 4. Vermehrte Brustentwicklung bei Männern. Dies ist ebenfalls auf der Fetteinlagerung im Brustdrüsengewebe zurückzuführen, welches durch einen nicht ausbalancierten Östrogenspiegel induziert werden kann. Denn Östrogen fördert genau dieses Symptom.
Symptom Nummer 5, geschwollene Beine, aber vor allem das rechte, da die Leber ebenfalls rechts liegt. Die Fettleber, aber auch Vernarbungen, verlangsamt den normalen Blutfluss durch die Leber und erhöht so den Druck in der Vene, die das Blut aus den Eingeweiden und der Milz zur Leber führt. Der erhöhte Druck in der Pfortader kann zu Flüssigkeitsansammlungen in den Beinen, Ödemen und im Bauchraum, also Aszites, ja, führen. Symptom Nummer 6, juckende Haut. Durch den Rückstau von Gallenflüssigkeit durch die Fettleber, den ich vorher erwähnt habe, kann es zu Ansammlungen von Gallenflüssigkeit unter der Haut kommen. Dies führt zum Jucken, da Histamin wirksam wird bei dieser Problematik. Symptom Nummer 7, eine Schilddrüsenunterfunktion oder Müdigkeit, Kälte, Gewichtszunahme. Ja? Das Schilddrüsenhormon T4, auch Thyroxin, wird in der Schilddrüse gebildet. Das aktive Schilddrüsenhormon, welches wirklich rezeptorwirksam ist, Retinol-X-Rezeptor vor allen Dingen für Vitamin A wieder wichtig, wird aber durch sogenannte Deodasen hergestellt. Diese passieren aber, das passiert aber nicht in der Schilddrüse, sondern in der Leber. Ja, ganz wichtig, über Selen ist da sehr wichtig. Und wenn die Leber nun mal Funktionseinschränkungen hat, wird sie auch das, ich nenne es mal inaktive T4-Schilddrüsenhormon nicht in das aktiv wirksame T3 umwandeln können, ja. Symptom Nummer 8, Abgeschlagenheit. Bei Funktionsstörungen durch zu viel Fetteinlagerung kommt es zur verminderten Wirksamkeit der Gallenflüssigkeit, welche aber wichtig ist für die fettlöslichen Substanzen, die wir über die Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen. Zum Beispiel Vitamin K1, K2, Vitamin D3, Vitamin A, Vitamin E oder auch essentielle Omega-3-Fettsäuren, Omega-3 oder auch Omega-6-Fettsäuren, ja? So dass der Körper seiner Tätigkeit nicht mehr nachgehen kann, zum Beispiel der Zellteilung und Co. Ebenfalls sinkt das antioxidative Potenzial seines Körpers. Weiter kann man dies im Blut über die Werte AST und ALT herausfinden, auch GOT und GPT genannt, also Aspartat-Aminotransferase und Alanin-Aminotransferase. Hier die Referenzwerte einfach für euch kurz eingeblendet oder einfach über den Ultraschall. Das war's mit den Tipps. Unterstützen könnt ihr mich auf purazell.de, wenn ihr auf unabhängig laborgeprüfte Qualität höchstwissenschaftlich konzipiert im Nahrungsergänzungsmittel- und Nahrungsmittelbereich legt, werdet ihr da sicherlich fündig werden. Bis gleich auf purazell.de und Dankeschön für deinen Support. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.